Auf der Liste ist Frauke Petri, fraktionslos. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich finde es mal wieder erstaunlich, auf welchem Niveau wir zum Teil hier diskutieren. In Verantwortung vor den Bürgern und dann im Grunde einfach nur eines nicht sind. Ehrlich. Wir haben jedes Mal zu Plenardebatten junge Leute in unserem Parlament sitzen. Und ich frage mich, ob Sie, die Sie Eltern sind, und viele von Ihnen betonen das, als Eltern genauso agieren würden, wie Sie es hier als Politiker tun. Sie versprechen, liebe Linke, oder Sie möchten gern allen Kindern alles Gute auf der Welt. Und es ehrt Sie menschlich. Aber würden Sie als Eltern Ihren Kindern auch alles versprechen und das als gute Erziehung bezeichnen? Nein, das ist leider das Gegenteil von guter Erziehung und auch das Gegenteil von guter Politik. Wir können als deutsche Politiker nicht allen Menschen auf der Welt alles versprechen. Wir haben eine Verantwortung für dieses Land. Wenn es diesem Land gut geht, dann können wir in anderen Regionen der Welt helfen. Aber auch das ist wahr. Wir werden nie allen Menschen auf der Welt helfen können. Und an diejenigen, die Einzelfälle aus Syrien oder woher auch immer zitieren: Was macht denn eine Familie in Afrika oder Syrien oder einem anderen notleidenden Land der Welt weniger wert, wenn es keine Schlepper bezahlen kann? Sind diese Familien mit Kindern etwa nicht wert, auch Unterstützung in dem möglichen Maße zu bekommen? Oder sind es nur diejenigen, die sich auf den Weg nach Deutschland machen? Und dann noch ein Wort zur Familie, die hier groß von allem im Mund geführt wird. Wir wissen genau, dass das Familienbild in Europa und im Mittleren Osten Lichtjahre zum Teil auseinanderliegen. Hier reden wir von Gleichberechtigung oder, wenn es nach Ihnen geht, von Gleichstellung. Dort reden wir von der Unterdrückung der Frau, von der Benachteiligung von Mädchen, von nicht staatlich geahndeter Gewalt in der Familie. Und das wollen Sie alles in einen Topf werfen? Das ist eines Parlaments auf dieser Ebene nicht würdig. Und deswegen sollten wir uns ehrlich machen, Herr de Maizière, der Kompromiss ist faul, das wissen Sie selbst. Aber er ist in der Tat, das sagte ich letztes Mal auch schon, besser als gar keine Begrenzung. Und noch viel besser wäre eine ehrliche Asylpolitik, die endlich konstatiert, dass wir in Deutschland und Europa nicht allen Menschen auf der Welt helfen können und dass wir aufhören müssen, so zu tun, als sei es das Heil der Welt, alle Menschen nach Europa und nach Deutschland zu holen. Solange wir bei dieser Ehrlichkeit nicht angekommen sind, wird die Debatte leider immer ein Stück verlogen bleiben, je nach parteigefärbter Ideologie. Und genau das ist schlechte Politik für dieses Land. Nächster Redner.